Yu-Gi-Oh! Ist pay to win. Diesen Vorwurf hört man ja öfters und es leuchtet ja auch irgendwie ein. Wenn man zum Beispiel fragt, wie teuer diese Karte ist, ist die Antwort, ja, um die 20 Euro. Wenn man jetzt jedoch fragt, wie teuer diese Karte ist, dann kann man sagen, so um die 100 bis 1000 Euro. Also, Karten können ziemlich teuer sein, doch ist es deshalb gleich pay to win? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute, denn der liebe Ungespielt hat letztens in einem Stream Folgendes gesagt. Der das beste Deck hat, hat die höchste Chance auf den Sieg. Und was machst du, um ein besseres Deck zu bekommen? Du holst dir mehr Booster Packs oder du kaufst die Karten einzeln. Manche Karten haben damals bis zu 500 oder 1000 oder 1500 Euro gekostet. Als Beispiel Yatagarasu, Secret Rare war damals schon irgendwie 800 Euro wert oder so. Doch gucken wir uns die Aussage erstmal an. Zunächst einmal, ja, Yatagarasu ging wirklich so viel, beziehungsweise geht jetzt sogar noch mehr, da es eben eine Sammlerkarte ist. Und in der heutigen Meta ist das ein bisschen anders, denn aktuelle Turnierkarten, die teuersten davon, gehen so um die 60 Euro. Und ja, ich weiß, es gab gerade letztens eine Karte, die 100 Euro ging, jedoch wurde die jetzt reprinted, das bedeutet, sie geht jetzt nur noch 20 Euro und hat nicht an der Spielstärke verloren. Und ja, 100 Euro Karten kommen manchmal vor, sind jedoch sehr selten. Außerdem ist man ja nicht verpflichtet, diese Karte in sein Deck zu spielen, das bedeutet, man spielt einfach ein anderes Deck, wo eben diese 100 Euro Karte nicht drin ist. Jedoch ist genau hier der Knackpunkt, denn ist man dadurch im Nachteil oder nicht? Doch bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns natürlich erstmal mit der Turnierszene beschäftigen. Und ja, in der Turnierszene gibt es verschiedene Decks und die werden in sogenannte Tiers unterteilt. Das bedeutet, ein Deck wird ein Tier zugeordnet, was quasi die Stärke dieses Decks repräsentiert. Je niedriger dabei die Zahl ist, desto stärker ist das Deck. Ein Tier 3 Deck, auch Fun Deck oder Rook Deck genannt, ist halt ein Deck, was an sich zwar gut funktioniert, aber eben nicht so stark ist wie die anderen Decks auf dem Turnier. Jedoch ist es nicht chancenlos gegenüber eben den anderen Decks. Dann gibt es natürlich noch die Tier 2 Decks. Hier behandelt es sich auf jeden Fall um den Durchschnitt. Das bedeutet, das sind eben Turnierdecks, die man eben auf ein Turnier antreffen wird und mit denen kann man durchaus sehr gut gewinnen. Und kommen wir zum Schluss zu den Tier 1 Decks. Ja, Tier 1 Decks sind die aktuell besten Decks und falls du ein Turnier gewinnen willst, solltest du vielleicht eins dieser Decks spielen. Dennoch muss ich gleich sagen, dass bei Tier 1 eben nicht immer nur ein Deck vorhanden ist, sondern eben mehrere. Das bedeutet eben so 3 bis 4 Decks. Und hierbei sind diese Decks untereinander auch ebenbürtig. Das bedeutet, egal welches ihr von beiden wählt oder eben von den Vieren wählt, ihr habt eben die gleiche Chance auf einen Sieg. Und nur weil die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass man mit einem Tier 1 Deck ein Event gewinnen kann, heißt das natürlich nicht, dass ein Tier 2 Deck oder manchmal sogar ein Rook Deck ein Turnier gewinnen kann. Denn dies ist in der Vergangenheit schon des Öfteren passiert. Ganz selten gibt es dann noch Tier 0 Decks. Hier behandelt es sich meist um ein einziges. Und das Besondere hierbei ist, dass es eben ganz klar den anderen überlegen ist und auch meist über 50% eben genau dieses Deck spielen, weil es eben aktuell das Beste ist. Jedoch kommt dies nicht ganz so oft vor und falls doch, dann gibt es ja die Verbotsliste, die eben verhindert, dass so ein Deck existiert. Doch was ist jetzt eigentlich mit der Aussage, dass Yu-Gi-Oh! Eben Pay-to-Win ist? Pay-to-Win bedeutet kurz gefasst, ja, dass man seine Chancen auf den Sieg eben erhöht, indem man mehr Geld in ein Spiel reinsteckt, beziehungsweise mehr Geld reinsteckt als jemand anderes. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Ganze jedoch aus zwei Blickwinkeln betrachten und wir fangen einfach mal mit dem ersten Blickwinkel an. Die erste Situation ist folgende. Ihr spielt abends immer mit euren Freunden ein paar lockere Runden. Das macht ihr mal so an einem Wochenende, dann mal am nächsten und dann macht ihr mal wieder einen Monat Pause. Hierbei muss ich leider sagen, dass Yu-Gi-Oh! Definitiv pay to win ist. Denn falls einer dieser Freunde eben mehr Geld in die Hand nimmt und sich eben teure Karten bzw. explizite Metakarten kauft, ist er den anderen Freunden deutlich überlegen. Und selbst wenn ihr in einen Kartenladen geht, ist dieses Muster noch erkennbar. Zum Beispiel gibt es Leute, die einmal im Monat zu solchen genannten Locals gehen und Leute, die eben jede Woche dorthin gehen. Es fällt auf, dass die Person, die meist jede Woche hingeht, mehr Geld für sein Deck ausgegeben hat. Auch hier kann man sagen, dass Yu-Gi-Oh! Pay to Win ist, denn meist ist diese Person deutlich besser, einfach weil sie eben gewisse Metakarten hat und der andere eben einfach keinen Zugriff auf diese guten Karten hat. Doch kommen wir zum zweiten Blickwinkel und hierbei reden wir nicht mehr von, ich spiele nur noch ein paar Mal, sondern reden eben davon, dass man professionell Yu-Gi-Oh! Spielt. Wenn man sich also mit der Competitive-Szene in Yu-Gi-Oh! Auseinandersetzt, fällt auf jeden Fall aus, dass hier meist Tier 1 Decks, sehr oft Tier 2 Decks und ganz selten Tier 3 Decks
Decks gespielt werden. Hier ist jedoch ein großer Faktor anders. Und zwar, hier sind alle bereit, Geld auszugeben, gezielt Karten zu kaufen. Allgemein sollte man eher Einzelkarten kaufen als eben irgendwelche Produkte, weil man eben nicht exakt die Karte kriegt, die man vielleicht braucht bzw. möchte. Aber wenn ab diesem Punkt eh jeder ganz viel Geld in seine Deck steckt, ist Yu-Gi-Oh! Dann nicht auch da, pay to win? Und hier muss ich ganz klar sagen, nein. Und das liegt nicht daran, weil jeder irgendwie ein 1000-Euro-Deck hat, sondern an anderen Faktoren. Wie ich bereits ja gesagt habe, gibt es nicht immer nur ein Top-Deck, sondern eben mehrere. Und hier ist die Preisklasse ganz unterschiedlich. Es gibt Decks, die kosten um die 300 Euro, aber es gibt auch Decks, die um die 1000 Euro kosten. Beide Decks sind jedoch auf gleicher Höhe und keins ist dem anderen wirklich überlegen. Das bedeutet also, dass hier eben nicht das Geld entscheidet, wer gewinnt, sondern eben andere Faktoren. Hierbei gewinnt zum Beispiel derjenige, der zum Beispiel mehr Glück hatte, also er hat einfach bessere Karten gezogen, beziehungsweise hat am Anfang auch den Würfelwurf gewonnen und konnte entscheiden, wer anfängt. Aber auch sehr wichtig ist hier die Fehlerquote, denn oft werden Duelle auch einfach entschieden darüber, dass jemand halt nicht optimal gespielt hat, beziehungsweise einfach ein Spielfehler gemacht hat. Aber auch ist entscheidend, wie man sein Deck baut. Das bedeutet, wie die Ratio ist, also wie oft man welche Karte spielt und ob die Karten eben miteinander harmonieren. Hierbei spielt Geld einfach keine Rolle. Hierbei ist es nämlich egal, ob du eine 50-Cent-Karte nimmst oder eine 20-Euro-Karte nimmst. Wichtig ist nur, dass das Deck an sich funktioniert und eben alles zusammenpasst. Also kann man schon mal ganz klar sagen, dass das Geld an sich hier auf jeden Fall nicht entscheidend ist, sondern eben eher die Spielfehler bzw. der Glückfaktor bzw. deine Skills beim Deckbau. Jedoch auch die Preise der Tier 1 Decks variieren sehr. Wie bereits gesagt, es gibt auf jeden Fall Tier 1 Decks, die schon mal die 700 bis 1000 Euro gekostet haben, aber es gab auch schon bereits Decks, die nur um die 100 Euro gekostet haben. Ja, denn ab und an gibt es Decks, die einfach sehr, sehr günstig sind, womit du einfach ein Turnier gewinnen kannst. Zum Beispiel gab es Domain Monarche, dort musstest du einfach dreimal ein Structure Deck kaufen, was 30 Euro gekostet hat, und damit konntest du bereits ein Turnier gewinnen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber war wirklich so. Außerdem gibt es öfters von teuren Karten auch eine billigere Variante, das heißt quasi eine Alternative der teuren Karte. Diese ist zwar nicht ganz so gut wie die teurere Karte, jedoch nicht komplett schlecht. Und selbst wenn du mit diesen Karten spielst, kannst du immer noch ein Turnier gewinnen bzw. toppen. Es ist natürlich klar, dass falls du auf ein Turnier gehen möchtest, eben ein passendes Deck kaufen musst. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall Geld ausgeben, denn umsonst gibt es eben kein passendes Deck. Aber dies ist natürlich bei jedem Hobby so. Immer muss man irgendwie Equipment oder ähnliches kaufen. Das sind bei Hobbys so, aber auch bei Sport oder anderen Dingen. Des Weiteren fällt auf, dass natürlich die Spielerqualität unterschiedlich ist. Das bedeutet, dass ein guter Spieler mit einem Tier 2 Deck einfach gegen einen schlechten Spieler mit einem Tier 1 Deck gewinnen kann. Und um ein weiteres Beispiel zu nennen, dass man nicht immer ein Tier 1 Deck braucht, zum Beispiel kann man aktuell mit einem Tier 2 Deck, und zwar Sky Striker, eben ein Event gewinnen. Und dieses Deck ist einfach mal 2,5 Jahre alt. Man einigt sich einfach darauf, dass alles halt so gesehen Pay to Win ist, was man ja bei Yu-Gi-Oh!, bei Magic, bei Duel Masters, bei Pokémon akzeptiert hat, dass es Pay to Win ist, bei den Trading Card Games. Also muss ich zu Unge sagen, dass das auf jeden Fall auf der Hobby-Ebene zutrifft, jedoch eben nicht auf der professionellen. Hierbei sind eben andere Faktoren entscheidend und es reicht eben nicht einfach mehrere tausend Euro hinein zu investieren, um ein Turnier zu gewinnen. Doch wo er gerade Pokémon erwähnt. Bei Pokémon ist das nochmal etwas anders, aber er sagt dazu erstmal Folgendes. Glaubst du, wenn du die bestimmte Karte in Pokémon haben möchtest, kann Pokémon genauso schlimm sein. Genauso schlimm. Es kommt an, was du möchtest. Klar, wenn du unbedingt Messi haben möchtest oder unbedingt Ronaldo oder so, klar, dann wird FIFA sehr, sehr teuer. Aber wenn du unbedingt Glurak, Holo, First Edition aus dem Pokémon-Booster ziehen willst, was glaubst du, was du da ausgeben musst? Zunächst einmal, bei Pokémon ist es etwas anders als bei Yu-Gi-Oh! Und zwar, hier wird jede seltene Karte ebenfalls in einer weniger selteneren Variante gedruckt. Das bedeutet, eine teure Karte gibt es ebenfalls auch in einer nicht so teureren Version. Das heißt, falls du ein Turnierdeck spielen willst, kannst du einfach die billigere Version nehmen und fertig. Du musst nicht irgendwie 100 Euro für eine Karte ausgeben, um eben sie in dein Deck zu packen. Und so kann man auch ganz klar sagen, bei Pokémon ist der Pay-to-Win-Faktor einfach nicht vorhanden. Und kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt, den Unge ebenfalls in seinem Stream thematisiert hatte. Genau, eigentlich auch genauso wie Pokémon Booster Packs öffnen und Yu-Gi-Oh! Booster Packs öffnen.
Also ihr glaubt nicht, wie viele Leute schon durch Pokémon und Yu-Gi-Oh! Booster Packs zigtausende Euro reingesammelt haben, ne? Also muss ich euch auch sagen. Zunächst einmal, klar gibt es Leute, die schon sehr viel Geld in Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon oder anderen Kartenspielen gesteckt haben. Jedoch sollte man generell eher Einzelkarten kaufen als eben Booster. Wenn man jetzt jedoch sagt, dass man eine ganz bestimmte Karte haben möchte aus einem Booster, muss man natürlich sehr viel Geld ausgeben, wenn es sich um eine seltene Karte handelt. Jedoch sind diese seltenen Karten eben nicht für das Turnier relevant, bedeutet, ihr braucht diese Karte eigentlich gar nicht und könnt eben wesentlich günstiger dieses Kartenspiel spielen. Zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! Gibt es in den neuen Sets sogenannte Starlight Rares. Hierbei gibt es immer 5 Stück drin, das heißt, wenn ihr eine bestimmte davon ziehen wollt, ist das schon ziemlich schwer und ihr müsst sehr viele Booster kaufen. Jedoch muss man auch hier anmerken, die Starlight Rare gibt es auch immer in einer wenigeren, teureren Variante. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Original 40 Euro kostet und eben die Starlight Rare 300 oder 400 Euro kostet. Und hier als kleiner Fun Fact, falls ihr wirklich eine Starlight Rare aus einem Booster ziehen wollt, und zwar genau eine spezielle Karte ziehen wollt, dann müsst ihr um die 6.000 bis 7.000 Euro ausgeben für Booster. Und kommen wir nochmal zu Pokémon. Falls ihr zum Beispiel ein Wiglurak ziehen möchtet, und zwar natürlich das Seltene, dann müsst ihr auch sehr, sehr viele Booster öffnen und auch eben sehr viel Geld dort reinstecken. Jedoch auch hier, Glurak gibt es ebenfalls in einer billigeren Variante und diese könnt ihr einfach spielen, falls ihr Glurak eben auf dem Turnier spielen wollt. Und auch hier ein kleiner Funfact, das Wiglurak ist nicht besonders spielstark und ist daher fürs Turnier komplett uninteressant und ist eher eine Karte für Sammler. Zusammenfassend kann man also sagen, Yu-Gi-Oh! Ist pay to win, solange man es eben nur unter Freunden spielt und einer davon eben bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben. Sobald man jedoch in die professionellere Ebene geht und jeder eben eine Grundsumme ausgegeben hat, ist das Geld eben nicht mehr entscheidend, wer gewinnt, sondern eben andere Faktoren.